Dankeschön, Charlotte. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, bevor ich mit der Vorstellung des eigentlichen Antrags beginne, will ich ganz herzlich Danke sagen, denn dieser Antrag hat viele Mütter und Väter. Da ist zunächst einmal unsere neue Landesarbeitsgemeinschaft Bauen, Planen, Wohnen und Stadtentwicklung, die den Antrag überhaupt erst initiiert und eine ganze Menge dazu beigetragen haben. Mitgewirkt haben auch unsere Fachpolitikerinnen, Fachpolitiker im Abgeordnetenhaus, unsere Baustadträte und andere fachpolitische Aktive aus der Partei. Ich will ausnahmsweise eine Person nennen, denn die hat für den Antrag echt geackert, aber keinen gesetzten Redebeitrag bekommen. Das ist ungerecht und deswegen sage ich an dieser Stelle ganz bewusst vielen Dank, Katrin Schmidberger, für deine Unterstützung. Jetzt aber zu den Inhalten des Antrags. Ich glaube, wir müssen niemanden in Berlin mehr erklären, dass in der Wohnungs- und Mietenpolitik etwas falsch läuft. Alle wissen, dass der Senat vor allem damit beschäftigt ist, seine eigenen hausgemachten Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Allen ist klar, dass sich Rot und Schwarz in der Wohnungspolitik am liebsten selbst blockieren und der Wille zu einem echten Neustart fehlt. SPD und CDU regieren auf die Wohnungsmisere in Berlin mit dem gleichen Muster wie damals die Bundesregierung auf die Finanzkrise. Too little and too late. Zu wenig und zu spät. Es ist ein Erfolg von uns, von grüner Politik, dass zum Beispiel die Umwandlungsverordnung jetzt endlich kommt. Wir haben lange dafür gekämpft, wir freuen uns darüber. Es ist aber auch kein Zufall, dass sie vor allem in den Bezirken Anwendung findet, wo grüne Baustadträtinnen und Baustadträte politische Verantwortung tragen. Vielen Dank an Nilsson, Hans und an Sibyl. Darüber freuen wir uns, aber wir sagen auch, diese Maßnahmen kommen viel zu spät oder sind, wie die Mietpreisbremse oder das Zweckentfremdungsverbot von SPD und CDU, bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden. Wenn sich heute der Berliner Senat damit brüstet, endlich aufgewacht zu sein, stellt sich die Frage, warum gibt es dann überhaupt ein neues Volksbegehren für günstige Mieten? Warum steigen die Wohnkosten in Berlin immer weiter? Warum kommt die Bekämpfung der Wohnungsnot nicht endlich voran? Die Wohnungsmisere ist längst zu einer, wenn nicht der entscheidenden sozialen Frage in Berlin geworden. In dieser Situation, glaube ich, müssen wir Grüne uns vor einem Fehler hüten. Es reicht nicht, mit dem Finger auf den Senat zu zeigen und sich an den Koalitionsparteien abzuarbeiten. Es ist an uns zu sagen, was wir anders und besser machen wollen. Wir müssen den Berlinerinnen und Berliner beweisen, dass eine andere Wohnungspolitik möglich ist. Nicht die anderen, sondern wir selbst müssen zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen und die Probleme der Stadt lösen können. Euch liegen 8 prall gefüllte Seiten mit einer Vielzahl grüner Ideen, Forderungen und Konzepten für eine neue Berliner Wohnungs- und Mietenpolitik vor. Wir haben uns bemüht, und ich hoffe, man merkt es im Text auch an, nicht nur fachpolitisch exakt, sondern auch allgemein verständlich zu formulieren. Wir benennen die verschiedenen Instrumente, die Zuständigkeiten, die Maßnahmen und wir haben natürlich auch solide gerechnet. Aber wir haben uns im Antrag ganz bewusst dafür entschieden, unsere politischen Ziele in den Vordergrund zu rücken. Und wenn ich diese Ziele in 3 Sätzen zusammenfassen muss, dann klingt das ungefähr so: Wir wollen, dass in Berlin wieder eine Wohnungspolitik gemacht wird, die sich an den Interessen der Menschen in dieser Stadt ausrichtet und nicht dem maximalen Profit von Investoren oder der privaten Immobilienwirtschaft. Wir Grüne wollen, dass die Berliner Mischung, die Vielfalt und der soziale Zusammenhalt in den Quartieren erhalten bleibt, denn diese Mischung zeichnet uns international aus und macht Berlin lebens- und liebenswert. Und wir wollen, ja, finde ich schon. Und wir wollen, dass in Berlin nicht nur die Bevölkerung wächst, sondern auch die Lebensqualität. Und deshalb kämpfen wir für die Energiewende, innovative Wohnformen, nachhaltige Mobilität und eine neue Beteiligungskultur. Wer all das ernst meint, und wir meinen das damit sehr ernst als Grüne, der will nicht nur ein bisschen anders oder ein bisschen mehr machen als der rot-schwarze Senat. Der entscheidende Unterschied lautet: Wir Grüne wollen, dass Berlins Mieten-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik wieder auf das Gemeinwohl verpflichtet wird. Immobilien, Spekulation und steigende Wohnkosten sind keine Naturgesetze.
Das Bevölkerungswachstum ist kein Problem, sondern eine Chance für Berlin. Berlin muss nur endlich den Mut und die Ideen aufbieten, um diese Entwicklung gemeinsam zu gestalten. In unserem Antrag sind wir mutig und wir sind ambitioniert, aber wir werden auch konkret. Wir wollen, dass mindestens 40% des Berliner Wohnungsbestands gemeinnützigen Zielen und der öffentlichen Daseinsvorsorge verpflichtet sind. Wir wollen in 10 Jahren 50.000 neue Wohnungen für Geringverdienende bauen, damit der soziale Wohnungsbau in Berlin auch endlich diesen Namen verdient. Wir wollen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften stärken, damit sie wieder ihren eigentlichen Zweck erfüllen können, nämlich die Versorgung der Berliner Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum. Und wir möchten die Bezirke und Verwaltung endlich so ausstatten, dass sie ihre Planungshoheit und die öffentlichen Interessen wieder selbstbewusst gegenüber Investoren vertreten können. Wir bekennen uns zum Neubau und einer umweltverträglichen Nachverdichtung und das auch dort, wo es die größten Konflikte gibt, nämlich in den bestehenden Quartieren. Wir stehen ein für eine energetische Gebäudesanierung, die nicht für Luxusmodernisierung missbraucht wird, sondern sich durch sinkende Energiekosten für die Betroffenen auch tatsächlich auszahlt. Wir wollen, dass ein größerer Anteil der Klimaschutzfördermittel nach Berlin fließt und im Neubau noch über die Energieeinsparverordnung hinausgehen. Wir wollen Berlin für den demografischen Wandel fit machen und Barrierefreiheit zu einem zentralen Kriterium der Stadtentwicklung machen. Denn Teilhabe am Wohnungsmarkt und im öffentlichen Leben darf keine Frage des Alters sein. Wir setzen auf die Mitsprache der Berlinerinnen und Berliner, denn Beteiligung mag anstrengend und zeitaufwendig sein, bringt aber in vielen Fällen bessere Ergebnisse und gesellschaftliche Akzeptanz. Unser Antrag zeigt, es gibt Alternativen zum Mietendruck und Wohnungsnot. Es gibt eine Politik, die konsequent Partei ergreift für die Mieterinnen und Mieter und für Berlin als bezahlbare, lebenswerte Metropole. Wir mögen diese Stadt und die Berliner Mischung und es wird höchste Zeit, dass man das auch der Regierungspolitik in Berlin anmerkt. Vielen Dank. Applaus